Und es ist ein Thema zum Besinnen, dass man darüber nachdenkt, warum man eigentlich lebt, was das Ziel in diesem Leben ist. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith, der authentisch ist, dass diesseits ist im Vergleich zum Jenseits, wie wenn jemand von euch seinen Finger ins Meer taucht und dann wieder herausnimmt. So soll er schauen, was davon übrig bleibt. Noch einmal. Das Diesseits ist im Vergleich zum Jenseits, wie wenn jemand von euch seinen Finger ins Meer steckt und daraus wieder rausnimmt, und so soll er schauen, was er rausgenommen hat. Von Wasser. Das ist Dunja. Das Meer ist Akhira. Nur als Vergleich, damit wir wissen, worauf wir uns konzentrieren und worauf es ankommt. Viele von uns, und ich nehme mich nicht heraus, haben leider andere Ziele. Und zwar, jeder von uns möchte gerne erfolgreich sein, finanziell ausgesorgt haben, dass es ihm gut geht in diesem Leben. Und das ist natürlich nicht falsch. Es ist nicht falsch, solange dein Ziel das Jenseits ist. Solange du Dunja, die Liebe zur Dunja nicht im Herzen hast. Solange es nicht ein Teil von dir ist und du nur danach strebst. Wenn man Millionäre fragen würde, Millionäre, die es wirklich geschafft haben, mehrere Millionen anzuhäufen und zu sammeln, seid ihr glücklich? Seid ihr jetzt wirklich glücklich, nachdem ihr mehrere Millionen auf dem Konto habt? Die Antwort wird eindeutig sein. Denn Glückseligkeit, Geld macht nicht glücklich. So sagt man, und es stimmt. Es macht das Leben vielleicht angenehmer, einfacher, aber nicht glücklich. Und wer mehr Geld hat, der muss mehr Rechenschaft bei Allah ablegen. Wer mehr Geld hat, so hat sich herausgestellt, dass je mehr man hat, desto wichtiger wird ihm das Geld. Und je mehr man hat, desto unglücklicher wird man. Wie kommt das? Wer viel Geld angesammelt hat, der hat auf einmal Angst zu spenden. Er hat Angst, das Geld zu verlieren, nachdem er so viel von seiner Zeit, von seiner Kraft ausgegeben hat. Denn das Geld hat viel gekostet von seinem Leben und er hat Angst, es zu verlieren. Für uns als Muslime wissen wir, was Allah sagt im Koran über die Glückseligkeit. Er sagte, subhanahu wa ta'ala, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah sagt, verspricht den Menschen, allen Menschen, und das ist ein Gesetz, wer rechtschaffenen handelt, der gute Werke vollbringt, sei es Mann oder Frau, es gibt keinen Unterschied bei Allah, ob man Mann ist oder Frau. Und dabei gläubig ist, wa huwa mu'min, das ist die Bedingung, dass er den Iman an Allah hat, dem werden wir ganz gewiss ein schönes Leben geben. Allah wird ihm Glückseligkeit geben. Allah wird ihm Halal Rizq geben, Versorgung. Allah wird ihm Erfolg geben.
Allah wird ihm die guten Taten erleichtern. Und dann sagt er, und wir werden ihnen ganz gewiss mit ihrem Lohn das Beste von dem vergelten, was sie taten. Wenn man sich viel mit Dunya beschäftigt, und das machen wir alle zu viel, so hat es mehrere negative Auswirkungen. Eine dieser Auswirkungen hat, je mehr du dich mit Dunya beschäftigst, desto schwächer wird deine Sehnsucht nach dem Jenseits. Liebe zur Dunya und Liebe zur Akhira können sich nicht in einem Herzen vereinen. Eins muss überwiegen. Und deshalb müssen wir uns fragen, was ist uns wichtiger? Allah sagt, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und ich habe die Menschen und die Jinn nur deswegen erschaffen, damit sie mir dienen. Jeder von uns, behaupte ich, kennt diesen Vers. Allah sagt, ich habe dich nur erschaffen, damit du mir dienst, damit du Ibadah machst, damit du mir einzig und alleine dienst. Das ist dein Sinn in deinem Leben. Wissen wir das? Ja. Wer von uns wiederholt diesen Vers mehrmals am Tag? Wer von uns denkt darüber nach, meine Aufgabe, mein Ziel, was Allah mir gegeben hat, ist Ibadah, nicht Arbeit, nicht Geld, nicht Freizeit und Spiel und Spaß und Frauen und Anhäufen. Mein Ziel ist das Paradies. Mein Ziel ist das Jenseits. Der Prophet hat sich nicht Reichtum gewünscht. Der Prophet ist unser Vorbild. Und deshalb solltet ihr wissen, jedes Land hat seine Währung. In Europa hat man den Euro, in Amerika Dollar, in der Türkei Lira, in Tunesien Dinar, Riyal in Saudi-Arabien und so weiter. Doch es gibt nur eine einzige Währung bei Allah. Und diese Währung heißt Hasana. Und Yawm al-Qiyamah ist nur diese Währung gültig. Nichts anderes. Und deshalb wird es nichts bringen, wenn man im Sterben liegt, wenn man spendet, wenn man Malikul Maut schon da ist. Übrigens heißt es Malikul Maut, nicht Malik. Das ist ein häufiger Fehler, sprachlicher Fehler. Malik ist König und Malik ist Engel. Die wichtigste Währung und die einzige Währung ist Hasana. Die Hasanat im Plural ist das Einzige, was dir bei Allah nützen wird, wenn du Mu'min bist. Wenn du kein Mu'min bist, wird dir das sowieso nicht nützen. Du brauchst Iman und Amal und Salih und rechtschaffene Werke. Das sind die beiden Bedingungen, damit du zugelassen wirst. Und die wichtigste und die größte Hasana überhaupt ist Tauhid. Tauhid, die Überzeugung, dass es nur den einen Gott gibt. Tauhid bedeutet, dass du nur den einen Gott, den Schöpfer, dienst. Und zwar in allen Angelegenheiten. Nicht nur Gebet, nicht nur Fasten, sondern auch nach seinen Gesetzen zu richten, nach seinem Buch zu handeln, nach der Sunna des Propheten zu leben. Deshalb das einzige, die wichtigste Tat bei Allah ist Tauhid. Und das Gegenteil davon ist Schirk. Das Gegenteil von Tauhid ist Schirk. Und Schirk ist die schlimmste Tat,
die es gibt bei Allah. Genau wie Tawhid die beste Tat ist bei Allah, die jede schlechte Tat vernichtet. Tawhid löscht jede schlechte Tat aus. Und Schirk löscht jede gute Tat aus. Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er sagte: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Allah sagt: Dir und denjenigen, die vor dir waren, ist eingegeben worden als Offenbarung: Wenn du Allah andere beigesellst, wird dein Werk, werden deine Taten ganz gewiss ungültig sein. Und du gehörst ganz gewiss zu den Verlierern. Nein, vielmehr Allah wird zu alleine dienen und zu den Dankbaren gehören. Möge Allah uns auch zu diesen Dankbaren gehören lassen. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Im heiligen Hadith, im Hadith al-Qudusi, sagt Allah: O Sohn Adams, wenn du zu mir kämst mit einer Welt voller Sünden, ganze Dunya voller Sünden, begegnest du Allah. Allah sagt: Wenn du mir mit einer Welt, ganze Dunya, voll mit Sünden zu mir kommst, ohne dass du mir etwas beigesellst, würde ich dir im gleichen Maße Vergebung entgegenbringen. Das meinten wir mit Tawhid, werden dir alle Sünden vergeben. Ich möchte euch einen Hadith erwähnen, den einige von uns bestimmt kennen, der gewaltig ist, aber als Erinnerung für uns alle. Hadith al-Bitaqa heißt dieser Hadith. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Wahrlich, am jüngsten Tag wird Allah vor den Augen aller Geschöpfe eine Person aus meiner Umma auswählen und 99 Schreibrollen hervorbringen. Yawm al-Qiyama wird vor allen Menschen, vor allen Geschöpfen, wird Allah einen vor sich treten lassen. Und es werden 99 Schreibrollen gebracht werden. Jede Schreibrolle ist so lang, wie das Auge reicht. Und in diesen Schreibrollen sind die ganzen Sünden geschrieben. Eine Schreibrolle, bis du schauen kannst, wie viel Meter du schauen kannst, und die Rolle geht weit. Ich rede nicht davon, was geschrieben steht. Die Rolle kannst du nicht sehen, wo sie zu Ende geht. Was drin steht, weiß nur Allah. Davon gibt es 99. Alles voller Sünden. Und dieser Mensch wird vor Allah gebracht mit den 99 Rollen. Und Allah spricht zu ihm und sagt: Kannst du irgendetwas davon bestreiten? Irgendetwas, was da drin steht? Kannst du sagen: Nein, stimmt nicht? Allah fragt ihn: Haben meine schreibenden Engel dir Unrecht zugefügt? Hashallah. Hat ein Engel einen Fehler gemacht? Haben sie dir Unrecht getan? Der Diener wird sagen: Nein, mein Herr. Nein, ja Rabbi. Und Allah sagt: Aber du hast eine gute Tat. Du hast eine Hasana, sagt Allah zu ihm. Siehe, dir wird heute kein Unrecht getan. Und es wird ein Blatt oder ein Fetzen wird gebracht und wird aufgeklappt, und in diesem Blatt und diesem Fetzen steht:
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Und dann wird zu ihm gesagt, komm und mach dich bereit für den Richterspruch. Da wird diese Person sagen, Ya Rabbi, was soll dieses einzelne Blatt, dieser Fetzen, was soll es tun angesichts dieser 99 Schreibrollen, die gegen mich aussagen? Was soll es ausrichten? Und es wird zu ihm gesagt, siehe, dir wird heute kein Unrecht zugefügt. Und die 99 Schreibrollen werden auf eine Waagschale getan. Und dieser Fetzen, dieses kleine Blatt wird auf die andere gelegt. Und das einzelne Blatt wird schwerer wiegen als die 99 Schreibrollen. Und dann sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, denn nichts wird schwerer wiegen als Allahs Name. Nichts kann dir passieren mit Tawhid. Solange du mit Tawhid lebst und verstanden hast, kann dir nichts passieren. Das ist dieser Hadith. Die Gelehrten sagen, der Hadith, der am meisten Hoffnung für die Mu'minin bringt. Es macht uns Hoffnung, dass wir trotz unserer Sünden, unserer großen Sünden, über die niemand weiß, außer Allah, dass wir trotzdem ins Paradies kommen könnten. Und dieser Hadith, allein dieser Hadith, reicht aus, damit wir zu Allah zurückkehren. Damit wir uns mehr mit Allahs Religion beschäftigen. Damit wir mehr über Tawhid, über Gott glauben, über Allah lernen. Was wissen wir? Was wissen wir über Allah? Verehrter Bruder, verehrte Schwester, wenn du in eine Firma gehst, so ist eine der häufigen Fragen beim Vorstellungsgespräch, wird gestellt, was weißt du über unsere Firma? Oder warum willst du in unserer Firma arbeiten? Warum? Warum willst du ins Paradies, Bruder? Was weißt du über Allah? Was weißt du über das Paradies? Ich möchte abschließen mit ein paar Ratschlägen für mich und für euch. Ihr wisst, dass am 9. Tag von Arafah diejenigen, die nicht bei der Pilgerfahrt sind, dass sie fasten sollten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich erhoffe mir von Allah, dass er dadurch, durch das Fasten, ein Jahr, das vergangene Jahr vergibt an Sünden und das kommende Jahr an Sünden vergibt. Also durch ein Jahr werden die Sünden von zwei, durch das Fasten von Arafah werden die Sünden von zwei Jahren vergeben. Und wisst ihr was? Ihr werdet es nicht glauben, aber viele Muslime werden an diesem Tag nicht fasten. Wallahi. Weil sie es vergessen haben. Weil sie es nicht wissen. Weil sie es nicht für wichtig halten. Das habe ich beobachtet in den letzten Jahren. Fastest du? Nein. Warum? Er wusste nicht, dass man fasten sollte. Deshalb sagt es euren Familienangehörigen weiter. Dass ihr hier seid, bedeutet nicht, dass ihr das bei euch lasst. Deshalb, was ich euch vorhin gesagt habe, ist, dass man die Bittgebete, Dua, das beste Gebet ist am Tag von Arafah. Und Dua ist nicht nur für die Pilger, die in Arafah sind, sondern auch für die anderen Muslime. Und ich habe euch gesagt, es ist von den Salaf überliefert, authentisch, dass sie sich getroffen haben und Dua gesprochen haben. Ja? Imam Ahmad wurde gefragt, machst du das auch? Er hat gesagt, nein, aber er hat nicht gesagt, dass man es nicht machen soll.
von vielen Sahaba ist überliefert. Was du auf jeden Fall machen kannst, ist Dua zu sprechen. Und der Prophet ﷺ sagte, das Beste, was ich und die Propheten vor mir am Tag von Arafah gesagt haben, ist das Dua, was du unbedingt sagen solltest. Und das ist sehr einfach. Das kann jeder Muslim. La ilaha illallahu wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Das sagst du. Das sagst du, wenn du Tasbih, nachdem du Tasbih sagst. Das können die kleinen Kinder. Das wiederholst du und sprichst Dua, so viel du kannst. Und die letzte, der letzte Ratschlag ist, dass man sich um das Opfertier kümmern soll. Ich glaube nicht, dass es hier jemanden gibt, der sich kein Opfertier leisten kann. Selbst wenn du sagst, ich schaffe nicht selber zu schächten, dann kannst du jemanden beauftragen, das ist halal. Und wenn du sagst, es ist hier schwierig und wir haben genug Fleisch und es gibt arme Leute, dann schick er. Aber dass du kommst und hast keine 70 Euro für ein Opfertier, für die Brüder in Somalia und in Jemen und Niger und in afrikanischen Ländern, Wallahi, glaube ich nicht, dass es einen Muslim gibt, der einen Einkauf macht für 100 Euro, Wocheneinkauf, und sagt, ich habe kein Geld. Und wie es im Hadith heißt, wer die Möglichkeit hat zu schächten und schächtet nicht, der soll sich unserem Gebetsort nicht nähern. Der soll nicht zu uns kommen. Es ist eine Pflicht, das zu tun. Es gehört zu unserem Eid dazu. Es ist ein Bestandteil von unserem Fest, dass man schächtet. Und deshalb, Brüder, wer schächtet, der hat Lohn bei Allah. Wer schächten lässt, hat auch Lohn bei Allah. Aber gar nicht zu schächten. Wie einige Familien. Ah, wir holen uns ein bisschen Fleisch. Wir holen uns 2 Kilo Fleisch. Es geht nicht um Fleisch. Es ist eine Ibadah. Lass diese Ibadah nicht sterben. Bring sie deinen Kindern bei. Und deshalb sagen die Gelehrten, erstes ist besser, selber zu schlachten. Und wer nicht schlachten kann, soll dabei sein. Wenigstens das, aber gar nicht. Gar nichts zu tun, Eid, an einem ganz gewöhnlichen Tag, sich nicht frei zu nehmen an diesem Tag, an diesem Festtag. Wann nimmst du frei? Wenn du nicht Eid frei nimmst, wann nimmst du frei? Weihnachten? Möge Allah uns ein gutes Leben geben. Möge Allah uns das Verständnis geben. Möge Allah uns als Muslime leben und sterben lassen. Möge Allah uns vergeben, die großen und die kleinen Sünden, was wir wissen und was wir schon vergessen haben. Amin, amin, alhamdulillah, amin, sallallahu alaihi wa sallam. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح.